Jakob trennt erfolgreich Paare. Wenn die Scheidung gerecht vollzogen wird, ist selbstverständlich mit keiner weiteren Sachbeschädigung mehr zu rechnen. Danke. Und Marie bringt sie wieder zusammen. Und jetzt bleibt in dieser Emotion. Ihre einzige Gemeinsamkeit. Sie sind Trauzeugen. Was hat dich davon überzeugt, in Trauzeugen die Hauptrolle zu spielen? Ich habe von Finn, meinem Freund, der hat mich gefragt, ob ich da mitspielen möchte. Und eigentlich habe ich erstmal Nein gesagt, weil es eine Komödie ist und ich wollte in diesem Jahr nur Drama spielen. Aber Finn kennt mich sehr gut. Der weiß, was ich kann, der weiß auch, was ich nicht kann, was meine Schwächen sind. Und wenn der mich fragt, dann ist, wie soll ich sagen, sein Gedanke richtiger als meiner. Der hat sich irgendwas dabei gedacht, als ich dann auch so das Buch gelesen habe und klar war, was für ein Ensemble wir sind. Ja, war klar, irgendwie, ich habe da voll Bock drauf. Marie und ich sollen jetzt diese Hochzeit retten. Paartherapeutin, Scheidungsanwalt und jetzt planen wir erstmal die Hochzeit eurer Freunde. Das ist der wichtigste Termin deines Lebens und das ist Regel Nummer 1. Regel Nummer 1, Sandwiches. Wir müssen als Team funktionieren und das ist Regel Nummer 1. Du hast keine Ahnung von Regelnummerierung. Hast du dich für deine Rolle als Trauzeuge irgendwie vorbereitet? Also ich musste mich in das Scheidungsanwalt-Metier so ein bisschen einarbeiten, um zu wissen, irgendwie, wie die arbeiten, wann die aufstehen und so. Und ich habe mich dann genauso reinreißen lassen wie meine Rolle Jakob. Der konnte sich auch nicht vorbereiten. Deswegen habe ich mich, was das Trauzeugending angeht, nicht vorbereiten müssen. Und was jetzt? Ein Paar, das ich mal therapiert habe, haben ein Gut geerbt und würden uns das für die Hochzeit geben. Wir treffen uns morgen früh um 6, weil wir ein bisschen fahren müssen. Sie fahren, wo ist das denn? Frankfurt. Ja, wo in Frankfurt? Oder. Oder was? Frankfurt oder. Was? Ich garantiere euch, es gibt wirklich keinen romantischeren Ort als den hier. Tada! Heiraten beim Schweinebauern oder was? Harry und Sally soll ein bisschen das Vorbild für den Film gewesen sein. Was macht für dich eine gute romantische Komödie aus? Also wir haben Harry und Sally in der Vorbereitung geguckt und das war so ein bisschen, wie soll ich sagen, da haben wir uns orientiert. Wir wollten Harry und Sally in die Neuzeit holen mit einem anderen Tempo, einer anderen Leidenschaft, anderen Lebendigkeit und so. Und das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen, dass man so aus dem Kino geht und ein gutes Gefühl hat, wie so bei den alten romantischen Komödien, ein gutes Kinogefühl. Und bei mir ist egal, welches Genre, wenn ich vergesse, dass es ein Film ist und ich einmal kurz abtauche, dann ist es für mich immer ein guter Film. Gibt es ein spezielles Genre im Kino, das noch auf deiner Bucketlist steht? Nee. Ich habe hier Spaß am Set gehabt und dann ist mir das Genre fast egal. Ich durfte halt so viel machen. Also Fantasy wird hier sowieso irgendwie schwer gemacht in Deutschland. Habe ich aber auch kein Interesse, weil man da, glaube ich, sehr körperlich sein muss und man da irgendwie sehr viel rennen muss. Das habe ich als Kind total geliebt. Inzwischen bin ich so, kann ich hier sitzen in dieser Szene? Ist das cool? Nee, eigentlich freue ich mich gerade nur, wenn alle um mich rum gesund und glücklich sind und ich es auch bin und es einfach Arbeit gibt. Hast du denn schon neue Filmprojekte in der Pipeline? Wie das so ist, man unterschreibt so einen Vertrag und dann steht irgendwie als allererste Klausel, darf niemand wissen. Und deswegen darf ich nichts erzählen, aber nächstes Jahr kommen sowohl Komödien raus, als auch Dramen und auch so, wie soll ich sagen, Thriller oder so. Also ich bin nächstes Jahr breit gefächert. Und jetzt fängst du gleich an zu lachen, dein Kind zittert und bam. Hab ich doch gesagt, nix bam. In dem Moment, wo du heiratest und Kinder kriegst, stirbt ein Teil deiner Persönlichkeit. Wow, das ist richtig gut. Das solltest du in deine Hochzeitsrede einbauen. Trauzeugen. Demnächst im Kino.